freue mich in dieser Form heute den Vortrag zu halten. Ich muss gestehen, dass ich da etwas nervös war, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Aber es geht ja um einen Kongress zum Thema Open Innovation. Und eben hat die Hälfte von Ihnen sich ja schon vernetzt, wie ich durch die Anmoderation mitbekommen habe. Aber jetzt sind sie alle vernetzt, jedenfalls die, die da sind. Das Thema, welches ich heute vorstellen möchte, dreht sich um Gefühl und Verstand. Oder welche Dinge kann die Psychologie beitragen, um den Prozess der Open Innovation zu unterstützen, zu verstehen und entsprechend zu befördern. Nun, ich will mich ganz kurz vorstellen. Vom Training her bin ich sowohl Psychologe als auch Hirnforscher, beschäftige mich mit dem Thema Plastizität des Gehirns. Also wenn Sie heute etwas lernen, dann ist das auch ein gutes Beispiel der Plastizität Ihres Gehirns, dass da ein paar Synapsen sich gebildet haben, die vielleicht vorher noch nicht da waren. Aber gleichzeitig hatte ich auch das Vergnügen, als Unternehmer tätig zu sein durch die Gründung von Start-ups im Neurotechnologiebereich. Da bin ich insbesondere infiziert worden von dem Unternehmertum als Akademiker in meiner Zeit am MIT in USA, wo das praktisch zum guten Ruf gehörte, auch mal ein Unternehmen zu gründen. Leider ist es in Deutschland eher das Gegenteil der Fall, aber nichtsdestotrotz habe ich mich davon nicht abhalten lassen. Nun, wenn wir uns mal anschauen, wo denn die Innovation oder das Neue in unserem Gehirn stattfindet, habe ich mal dieses Bild mitgebracht. Da sehen Sie rechts den Querschnitt einer MIT-Aufnahme durch das menschliche Hirn und der Bereich im Gehirn, der aktiv wird, wenn wir etwas Neues, wenn uns etwas Neues begegnet oder wir eine Neuigkeit aufnehmen. Also all das, was in Ihrem Gehirn passiert, wenn Sie auf dem Handy ständig gucken, welche neuen Nachrichten gibt es, das ist eben dieser Bereich, der ist dann besonders aktiv, liegt in einem Bereich, der heißt Hippocampus, wo auch Lern- und Gedächtnis eine Rolle oder kontrolliert wird. Das nur als kleiner Vorweghapsen für einen innovativen Gedanken, über den Sie vielleicht noch nicht nachgedacht haben. Nun kommen wir zum Thema der Innovation selbst. Die Innovation ist ja bekanntlich ein zyklischer Prozess. Ich möchte Ihnen hier zeigen, wie die Innovation startet. Und zwar haben wir hier zunächst eine radikale Veränderung, eine neue Idee, ein neues Paradigma, welches uns gestattet, einen völlig neuen Weg zu gehen. Beispiele hier wären zum Beispiel die Erfindung des Personal Computers oder des Cellphones oder auch natürlich Google und Facebook und Co. Diese Gründungen kommen sehr häufig aus dem akademischen Bereich, wo die Gründer mal mit Ideen spielen konnten, ohne sehr großes Risiko, einfach mal ausprobieren und dann Ideen entwickeln. Daraus haben sich natürlich dann die Start-ups gegründet, welche dann auf dem Markt die ersten waren, die solche Ideen nach vorne brachten. Nun gibt es hier einen gewissen Maturierungsprozess. Wenn nach der ursprünglichen radikalen Idee nichts mehr wirklich Neues passiert, besteht der Fortschritt dann meist darin, dass man kleinere nächste Schritte und kleinere Perfektionierungen des Produktes, insbesondere auch Produktdesign in den Vordergrund stellt. Und das ist natürlich eine Zeit, wo dann für den innovationshungrigen Menschen der Spaß schon fast vorbei ist. Also auch typischerweise das, was Großunternehmen dann auch noch bewerkstelligen können. Nun, die meiste Innovation findet tatsächlich in Start-ups, fängt dort an und wird selten von Großunternehmen auf den Weg gebracht. Ich verallgemeinere natürlich hier sehr stark. Es gibt Großunternehmen, die haben sehr gute innovative Zentren innerhalb ihres Unternehmens. Aber Untersuchungen haben ergeben, zum Beispiel in den USA, dass 70% aller neuen Jobs in kleinen Start-ups kreiert werden und dass die wirklichen Game-Changer typischerweise nicht aus der Industrie kommen, weil die natürlich sich mehr darum kümmern, den Markt zu entwickeln und die erreichten Dinge zu erhalten. Nun, Innovation ist ein Produkt, vor allem also akademischer Aktivität, natürlich nicht nur. Und das akademische Leben, die Universitäten, die außeruniversitären Einrichtungen,
sind die Quellen für Innovation. Und ich habe hier ein Zitat von Werner von Siemens mitgebracht, der darauf hingewiesen hat, dass die Forschung im Bereich der Naturwissenschaften immer eine sehr gute Grundlage ist für technischen Fortschritt und dass ein Land nur dann seine Führungsposition erhalten kann oder diese anstreben kann, wenn sie gleichzeitig auch den wissenschaftlichen Fortschritt unterstützt. Das ist nun für Sie keine Neuigkeit. Gerade in Baden-Württemberg sind Sie da sehr aktiv unterwegs und auch in anderen Bundesländern natürlich. Aber dennoch uns daran erinnern, dass der Ursprung der Innovation ganz erheblich mit aus dem universitären und dem Forschungsinstitutsbereich entstammt. Nun, was braucht es denn, um die Innovation erfolgreich voranzutreiben? Nun, da habe ich mir gedacht, dass wir mal das Thema miteinander besprechen. Wer macht denn alles mit bei der Innovation? Welche Menschen sind involviert? Und wie können wir mal ein paar psychologische Faktoren uns anschauen, die für die Innovation vielleicht von Bedeutung ist? Denn um ein schönes Produkt oder wie hier ein schönes Bild zu bekommen, braucht man nicht nur Bäume und eine schöne Landschaft und die Berge, in denen ich mich zurzeit gerade befinde übrigens, sondern man die Menschen, die an diesen Dingen arbeiten, die die Ideen liefern und sie dann auch umsetzen, die alle gut zusammenarbeiten müssen. Und gutes Zusammenarbeiten ist im Grunde eine Fragestellung der Psychologie. Nun, welche Players haben wir denn? Haben wir zunächst die, ich nenne die mal etwas neudeutsch Tech Guys, also alle, die sich mit der Technik beschäftigen, die Wissenschaftler, die typischen Gründer, die so ein bisschen romantisch durch die Welt spazieren. Ja, ich habe die beste Idee des Jahrhunderts, die also typischerweise an Universitäten arbeiten oder in kleinen oder größeren Forschungseinrichtungen und die nicht wirklich noch nicht so viel Erfahrung auch haben mit dem Markt da draußen, mit der Realität der Industrie. Das sind also die ersten Art von Partner in der Innovation. Die zweite Art sind ist das Management, natürlich Geschäftsführung und die nächste Ebene. Und last not least die Investoren, oder auch die Firmen, die innerhalb ihrer Aktivitäten selbst solche Projekte neuern. Das sind die drei Spieler, die aber miteinander sehr gut auskommen müssen. Tun sie das nicht, das sehen wir jetzt auf der Grafik rechts. Wenn also das Management nicht funktioniert, dann ist die Gefahr groß, dass das Start-up dem Ende entgegenläuft, pleite geht oder irgendwie für ein Apfel und ein Ei verkauft wird. Nun, ich habe hier eine Grafik mitgebracht, die darstellt, warum denn VC-finanzierte Start-ups unerfolgreich sind. Und Sie erkennen an dieser Karte, dass es nur in 7 Fällen tatsächlich die Technologie war, die zum Misserfolg führte und auch zu einem kleineren Anteil die Zeit, die man hatte, was natürlich ein bisschen auch mit der Finanzierung zusammenhängt. Aber die überwiegende Mehrzahl der Failures kam durch Managementprobleme. Das zeigt uns, wie wichtig es ist, dieses Management so zu organisieren, dass das quasi optimal zusammenarbeitet, um diesen innovativen Prozess zu begleiten. Nun, über diese, sage ich mal, mehr menschlichen Themen der Innovation möchte ich im Folgenden sprechen. Nun, die Grundreibungsfläche, denke ich mal, sehr kritisch ist, ist die Zusammenarbeit zwischen dem akademischen Denken und dem Denken aus der Businesswelt. Auf der linken Seite sehen Sie die Herausforderungen, die wesentlichen Herausforderungen der Innovation gelistet. Zum einen haben wir den Innovationsprozess als eine Art Transfer zu verstehen zwischen einer tollen Idee und wie man diese dann tatsächlich bis in den Markt bringt. Nun, Sie wissen, eine tolle Idee ist nicht immer ein tolles Produkt oder anders ausgedrückt auch Ideas are cheap, Ideen sind billig, auf die Umsetzung kommt es an. Das ist also ein Aspekt. Der zweite ist, dass die Innovation, da sie ja aus dem akademischen Bereich sehr häufig entstammt, doch zunächst begleitet wird von der universitären Forschung, aus dieser hervorgeht, diese dann wiederum finanziert ist aus in Deutschland, den Ländern und dem Bund und die eigentlich noch kein großes Risiko bedeutet, jenseits des Steuerzahlers meine ich jetzt damit. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Notwendigkeit,
dass Unternehmen profitabel letztendlich arbeiten müssen und zum Schluss was Brauchbares, Verkaufbares rauskommt. Es ist eine Art von Evolution von einem sicheren Forschungsfeld ohne Risiko in ein unsicheres Feld mit Risiko in den privaten Sektor. Und damit haben wir eigentlich das Kernproblem vor uns, dass diese beiden Welten, einerseits der Akademiker und andererseits der Vertreter der Wirtschaft, auch des Finanzsektors, lernen müssen, miteinander richtig umzugehen und die Dinge einerseits mit einer gewissen Fantasie, einem spielerischen Vorgang zu bearbeiten, aber andererseits auch die Realität nicht aus dem Auge zu verlieren. Als Beispiel für diese Interaktion oder auch die Reibungen, die sich ergeben können, ist, wenn aus der Privatwirtschaft etwa eine neue Idee entwickelt wird, ist der erste Anruf beim Patentanwalt, wie können wir jetzt ein Patent einreichen, um möglichst schnell die Idee zu schützen. Wenn hingegen im akademischen Sektor jemand eine tolle Idee hat, dann denkt er nicht als erstes an den Patentanwalt, sondern er ist vor allen Dingen daran interessiert, das erstmals auf Kongressen vorzutragen, schon gleich mal drüber reden, möglichst vielen Leuten das erzählen und vielleicht auch sogar schon ein Paper zu schreiben. Was natürlich jetzt nicht die Idee ist, die nun unbedingt ein bisschen das weiterhilft. Nun, um die Interaktion zwischen der Welt der Wirtschaft und der Welt der Universitäten besser zu verstehen, habe ich hier mal ein paar Kriterien aufgelistet, wie die sich im Wesentlichen unterscheiden. Wenn wir diese Unterscheidungen verstehen, dann meine ich, können wir auch besser die Interaktion, also quasi den Scharnier hinbekommen zwischen diesen beiden Arten des Denkens oder dieser beiden Welten. Zunächst zum zeitlichen Horizont. Im Wirtschaftsleben ist der üblicherweise quartalsweise oder im Jahr abzurechnen, wohingegen Universitäten in der Regel keinen spezifischen Zeithorizont haben. Deswegen lässt man sich da auch ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht läuft das Projekt irgendwann aus, das könnte dann ein Zeithorizont sein, oder die eigene Stelle im ungünstigsten Fall läuft aus. Das ist natürlich ein denkbar harter Zeithorizont. Hinsichtlich der Motivation der Akteure ist im Wirtschaftsleben natürlich das Ziel, eine größere Verantwortung zu bekommen im Laufe seiner Karriere, wenn man erfolgreich ist und diese Motivation hat, und mehr Verantwortung zu übertragen, zu erhalten. Bei der Universität hingegen haben wir das Peer-Review-System, dass also ein Wissenschaftler natürlich von externen, einen nicht bekannten Reviewers beobachtet bzw. bewertet wird. Da ist nicht mehr die Verantwortung, zum Beispiel einen sehr großen Bereich erfolgreich zu machen. Die finanziellen Motivationen sind auch anders. Das eine ist mehr durch Geld getrieben, weil natürlich die Profitabilität gegeben werden muss, bei dem Akademiker typischerweise nicht. Und entsprechend hält es sich auch mit der Risikobereitschaft, die unterschiedlich verteilt ist. Bei dem Akademiker wäre eben das Risiko, die Vermeidung stünde dort im Vordergrund. Nun, persönlich haben wir alle unterschiedliche Motivationen, aber ich habe es mal ein bisschen flapsig hier aufgeschrieben. Ich weiß, da fällt jetzt nicht jeder drunter und da bitte ich jetzt auch keinen, dass er das dann falsch versteht. Aber nur mal, um so ein bisschen den Sinn für die unterschiedliche Denke zu kriegen, habe ich mal geschrieben, beide wollen gern die Welt verändern, aber der eine will berühmt werden und der andere reich. Und daraus folgt natürlich auch dann die Prinzipien des Denkens oder auch des Handelns, dass sicherlich in der Wirtschaft das Ziel ist, sehr fokusorientiert ein Produkt zu entwickeln, ohne Wenn und Aber, ohne Klimbim und ohne irgendwelche Barocken. Wohingegen der Wissenschaftler natürlich schon, ich bin selber einer, deswegen darf ich das sagen, gern mal einfach so für sich rumforscht und mal so ein paar kreative Gedanken verfolgt, völlig egal, ob das nun relevant ist oder nicht, ein bisschen defokussiert vielleicht hin und wieder, und man kann das auch mal als romantisches Denken bezeichnen. Ich finde das jetzt was Gutes, aber die Romantik bringt uns nicht zum wirtschaftlichen Erfolg, deswegen müssen beide zusammenarbeiten. Und wenn Sie die Wahl hätten bei der Zusammenstellung eines Innovationsteams, dass Sie ein A-Produkt haben, aber ein B-Team, dann ist das der sichere Weg zum Misserfolg. Wohingegen, wenn Sie ein B-Produkt haben und ein A-Team, dann kann davor ein guter Erfolg draus werden, auch wenn das Produkt vielleicht nicht das optimalste ist. Ich nehme mal an, bei Ihnen, leider sehe ich Sie ja jetzt nicht, aber da sitzen bestimmt sehr viele, die sowohl ein A-Produkt haben, als auch ein A-Team sind. Aber nun gibt es ja auch andere Möglichkeiten, wie Sie diesem Bild sehen.
Nun, das zeigt die Bedeutung der menschlichen Komponente auf, nämlich des psychologischen Know-hows, des Managements, die Bedeutung des Teams, welches zusammenarbeitet. Das Team muss offen zusammenarbeiten. Es geht um menschliche Interaktionen, es geht um Entscheidungen, es geht darum, wer hat das Sagen, wer hat das Sagen nicht, wer hat die Ideen, wer hat sie nicht und so weiter. Grob kann man das unter dem Thema Soft Skills zusammenfassen. Verschiedenste Eigenschaften, die die Mitarbeiter haben. Hat man Soft Skills, ist man gut dran, hat man sie nicht, hat man ein Problem. Innovation ist also zum Wesentlichen auch eine Angelegenheit der menschlichen Interaktion und der Notwendigkeit, dass die Denke von der akademischen Welt und auf der einen Seite und dem wirtschaftlichen Denken auf der anderen Seite sinnvoll miteinander verschränkt und verbunden werden. Und nicht sagt, der andere spinnt und umgekehrt, sondern dass man aufeinander zugeht und gemeinsam die richtigen Lösungen für die Idee, für das Unternehmen findet. Dazu gehört auch, dass man im Misserfolgsfall nicht den Misserfolg anderen zuschreibt, sondern auch anerkennt und auch würdigt, dass man selber ja Teil des Teams ist und deswegen ein Misserfolg etwa in einer Produktentwicklung, also nicht nur jetzt den Technologen anzulasten ist oder nur dem Management oder nur dem Investor, denn alle sind daran beteiligt. Die Wahrscheinlichkeit des Erfolges kann aber erhöht werden, wenn wir diese Soft-Skill-Fähigkeiten der Menschen, die an diesem Prozess beteiligt sind, wenn wir die verstehen und auch ernsthaft berücksichtigen und nicht nur sagen, ja, ja, ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, aufs Produkt kommt es an. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit der Innovation hemmen wollen, dann arbeiten Sie mit Angst, mit Druck, mit Zeitplänen, die so eng gesteckt sind, dass die Leute kaum hinterherkommen. Das ist ein sicherer Weg zum Misserfolg. Nun, welches sind aber die Wege, erfolgreich zu sein? Ein wesentliches Element, und das ist auch wieder ein psychologisches Merkmal, ist die Leidenschaft. Ohne Leidenschaft werden wir nicht die Zeit durchstehen der Rückschläge, die Zeit der Frustrationen. Wir brauchen die Leidenschaft, wir brauchen die Überzeugung, die eigene Überzeugung, dass etwas funktioniert, dass es zum Erfolg gebracht werden kann. Und um die Leidenschaft zu erhöhen bei Ihren Mitarbeitern, den Angestellten Ihres Unternehmens oder auch im Verwaltungsbereich, denjenigen, die Projektanträge bearbeiten oder sich neue Projekte ausdenken, auch da ist es wichtig, dass jeder auch seine entsprechende Würdigung erhält für das, was er tut und man nicht Würdigung als unnötig betrachtet, weil dafür wird man ja bezahlt, man soll seinen Job machen und wenn man gut macht, gut, dafür wurde man bezahlt, eine weitere Würdigung braucht es nicht. Die Bezahlung interessanterweise ist weniger wichtig als die Würdigung durch den Vorgesetzten oder durch die Umgebung. Nun, umgekehrt gilt das natürlich auch dafür, wenn jetzt etwas nicht funktioniert, dass man die Schuld nicht immer anderen zuschiebt, sondern dass man auch diejenigen, die an dem Misserfolg beteiligt waren, ihnen auch einen Hinweis gibt, pass auf Leute, das haben wir jetzt hier alle verbockt, jetzt setzen wir uns zusammen, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Hier hilft aus psychologischer Perspektive positives Denken, dass man sich auf das fokussiert, was funktioniert hat und nicht immer nur das auf das schaut, was eben nicht funktioniert hat. Und Open Innovation, das ist ja das Thema des Kongresses, möchte ich dann deswegen hier an der Stelle auch mal so interpretieren, dass eine innovative Umgebung auch demjenigen, der dort unterwegs ist, das Gefühl der Freiheit vermittelt. Und Freiheit ist eine subjektive Geschichte, aber Druck auszuüben und den Arbeitsablauf sehr stark einzuschränken und keine Plastizität des Gehirns zu erlauben, um mal in meiner Fachsprache zu sprechen, also sich anpassen zu können, neue Umgebungen, selber Dinge auch mit einbringen zu kommen, das schafft bei den Mitarbeitern das Gefühl von zu starker Kontrolle und zu wenig Freiheit. Nun, ich möchte hier zwei Zitate vorstellen, die einen Hinweis darauf sind oder eine Bestätigung, dass Angst, Druck und Furcht keine guten Ideen sind für den innovativen Prozess. Das eine ist das Zitat von Albert Einstein, der sinngemäß sagt, dass jemand, der noch nie einen Fehler gemacht hat, hat sich noch niemals mit etwas Neuem beschäftigt.
Neues ist immer unbekanntes Territorium und Fehler gehören dazu. Das ist sozusagen eine Definition des Neuen. Denn wer kann schon die Zukunft voraussehen? Und manchmal muss man halt probieren, und es klappt oder auch nicht. Mehr auf der von der negativen Perspektive aus betrachtet, was kann man alles falsch machen, habe ich hier von Werner von Siemens das Zitat mitgebracht, nur nicht überall das tötende Wort, es geht nicht aussprechen. Ja? Es geht nicht, sollte verboten werden. Man könnte höchstens sagen, hier gibt es Herausforderungen oder wir brauchen neue Lösungsansätze. Aber gehen tut oft es dann doch. Nun, wir haben besprochen, was hilft denn der Leidenschaft? Jetzt müssen wir darüber reden, was schränkt sie denn ein? Hier sind einige Faktoren, die die Leidenschaft einschränken. Das erste ist Angst und auch große Egos. Ich habe selbst persönlich auch mit verschiedensten Investoren und auch Geschäftsführern gearbeitet im Laufe meines Lebens. Und es stellt sich immer wieder raus, dass die Menschen, die das größte Ego haben, nicht unbedingt immer die richtigen Entscheidungen treffen, weil sie eben ein emotionales Problem haben, welches sie durch ihre Tätigkeit versuchen wollen zu bearbeiten, aber nicht in sich ruhend sind und auch mal den anderen gewähren lassen, sondern sich selbst in den Vordergrund stellen. Das killt die Leidenschaft bei allen Mitarbeitern, sicherlich nicht bei der Person, die das Ego auslebt, aber eben bei allen anderen. Kontinuierlicher Stress, kontinuierlicher Druck und Angst, dass man seinen Job verliert, ist keine gute Sache für die Innovation. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit des Erfolges und ja, man verliert Energie. Wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Keiner weiß, wenn ich mir jetzt über irgendwas Gedanken mache, zum Beispiel, haben wir hier ein Problem oder wird etwas schiefgehen. Wir können das nicht mit Sicherheit voraussagen. Aber wenn wir positiv darüber nachdenken und sagen, okay, ich glaube, wir können es schaffen, dann ist diese Voraussage, dass sie es schaffen können, genauso richtig oder falsch, wie wenn sie sagen, das kriegen wir nicht hin, das klappt nicht, das wird nicht funktionieren. Wir haben ja alle keine Voraussagefähigkeiten. Wir sind ja nicht mit einer Kristallkugel ausgestattet und können in die Zukunft blicken. Keine Wahrsager. Beides ist gleich richtig und gleich falsch. Der positive wie der negative Gedanke. Aber welcher dieser Gedanke gibt Ihnen mehr Energie und mehr Motivation? Es ist der positive Gedanke. Nun das Thema Politik in der Wissenschaft, Politik in der Wirtschaft. Das steht ja meistens dann auch in den Zeitungen, wird ja auch gern gelesen und muss man immer auf dem neuesten Stand sein. Company Politics sind keine gute Idee, wenn sie die Menschen daran hindert, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Entscheidung sollte immer sachbezogen sein und nicht, wer hat gesagt, wer hatte das Sagen und wer hat jetzt Recht behalten. Das wäre also auch ein Killer für Leidenschaft. Weitere Killer für Leidenschaft, und das habe ich jetzt von John Preston, mit dem ich auch zu diesen Themen gemeinsam zusammengearbeitet habe, ist die Gier, dass man nicht teilen kann im Erfolgsfalle. Es sind leider oft genug auch Berufe, die die Risiken suchen, statt die Chancen zu erkennen und auch Interessenskonflikte regeln. Ich verstehe natürlich die Motivation dahinter, aber die fördern nicht. Und dass Dinge immer in Kommissionen besprochen werden müssen oder in Sitzungen. Eine Sitzung nach der anderen, bis die Idee mal bis zum Erfolg geführt werden kann. Ein weiterer Killer für die Leidenschaft ist zu zahlreiche Überprüfungsschritte, eine zu starke Kontrolle des einzelnen Mitarbeiters. Nun, ich möchte den Vortrag dann langsam zu Ende bringen. Mit der Formel von John Preston, mit dem ich das Vergnügen und Glück hatte, zusammenzuarbeiten, dem früheren Chef des MIT-Lizenzierungsbüros, über dessen Tisch wahrscheinlich die größte Mehrzahl der Firmen in der Route 128 in Boston gegangen sind, der also genau an der Schnittstelle Akademikerleben und das Leben der Investoren bzw. der Wirtschaft tätig war. Der hat die folgende Formel entwickelt. Die will ich mal kurz hier sagen, die ist jetzt sinngemäß zu verstehen, nicht eins zu eins. Aber die Wahrscheinlichkeit des Erfolges in der Innovation ist ein Produkt von der Leidenschaft mal der Qualität. Und zwar diese beiden Faktoren angewendet auf die Technologen im Unternehmen, also die Tech-Guys, die Wissenschaftler, die Erfinder, die Manager und die Investoren. Das heißt,
die Wahrscheinlichkeit des Erfolges ist ein Produkt aus der Leidenschaft und der Qualität der Technologen, der Leidenschaft und der Qualität der Manager und der Investoren. Wenn Sie diese Formel anschauen, können Sie leicht verstehen, wenn einer dieser Faktoren null ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolges null. Das ist natürlich jetzt ein bisschen extrem, da gibt es auch viele Zwischenvarianten davon, also mal mehr, mal weniger. Aber im Grunde sind die Qualitäten der Leidenschaft, der Motivation auf der einen Seite und der Qualität oder der Kompetenz auf der anderen Seite. Dann zum Abschluss möchte ich Ihnen dieses Bild zeigen. Was erkennen Sie hier? Da unten steht ein Paar, das schaut in die ferne Zukunft und denkt über irgendwas nach. Was bedenken die beiden möglicherweise? Woran denken die? Nun, wenn wir den Blick auf dieses Bild mal etwas anders betrachten und jetzt nicht mal das Paar oder den schönen Hintergrund und das Meer da vor uns sehen, sondern wir uns mal den Baum anschauen und sehen, wie dessen Äste geformt sind, dann können Sie dort ein Bild eines kleinen Babys oder eines Fötus erkennen. Ich zeige Ihnen mal, das hier ist der Kopf, die Stirn, die Augen, die Nase, der Mund. Und hier sind die kleinen Ärmchen mit den Fingern, der Bauch und die Beine und die Füße. Dann kann man dieses Bild aus einer ganz anderen Perspektive sehen, wenn man so will, eine versteckte Nachricht. Dieses Paar hat offensichtlich einen Kinderwunsch und stellt sich das gerade vor. Das habe ich deswegen ausgewählt, das Bild, ist, weil die Wahrheit und auch die Signale, die wir erkennen, meistens sehr subtil ist. Diese Innovation oder die Psychologie der Innovation betrachtet eher die nicht unmittelbar erkenntlichen, sichtbaren Dinge, die wir zwar im Alltag erleben, die wir aber immer nur so beiläufig betrachten, als etwas, naja gut, ist, wenn man darüber Bescheid weiß, aber jetzt gehen wir mal wieder zurück zur Technik oder zur Finanzierung. Mein Credo und die ganze Idee dieses Vortrages war, dass wenn wir diese menschlichen Faktoren, diese Soft Skills viel mehr betrachten, dass wir dann das Bild, was sich entwickeln kann, auch der Erfolg, dadurch viel besser überhaupt es einstellen kann. Es ist nicht immer alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Manchmal muss man es auch aus einer anderen Perspektive betrachten, wie hier bei diesem Bild. Nun, wenn bei Ihnen ein paar Unternehmer sitzen, die diesem Vortrag lauschen, kann ich vielleicht nochmal hier ein Zitat von Werner Siemens zitieren. Er schreibt doch oder sagt doch, den Rat will ich dir geben, nicht zu viel über dich selbst und den Lauf der Welt zu grübeln und dich immer einfach zu geben, wie du bist und nicht, wie du glaubst, dass du sein müsstest. Denn Letzteres lähmt die Leistungsfähigkeit und Tatenkraft. In diesem Sinn möchte ich meinen Vortrag beenden und habe es jetzt mal auf Deutsch, damit man sich es besser merken kann, eine Zusammenfassung geschrieben. Wenn ich die fünf wichtigsten Dinge nennen müsste, warum die Psychologie für die Innovation von Bedeutung ist, dann wäre der erste Punkt, der mir einfällt, ist die Empfehlung weniger Ego und mehr Mitgefühl. Und dies spricht auch dann für gemischte Teams, dass also Teams nicht nur aus Männern, aber auch nicht nur aus Frauen besteht, sondern die gemischten Teams sind besser, weil eben dann beide Geschlechter ihre jeweiligen Stärken mit einbringen können. Toleriere Misserfolg und zelebriere den Erfolg. Vermeide die Killer der Innovation wie Druck und Angst. Bewerte die Motivation und die Qualität des Teams und alle seiner Mitglieder. Und last but not least, mehr allgemein formuliert, Soft Skills schlagen Technologie und Kapital. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.